gibt so ein ganz berühmtes Zitat von Michael Jordan und das, finde ich, trifft da sehr gut zu. Das, der sagt, hat ihn jemand gefragt, wie findest du, sollte man Basketball lernen? Und er hat gesagt, love first and then work hard later on. Also so früh wie möglich diese Liebe entdecken. Und das ist, glaube ich, auch bei mir halt wichtig gewesen. Es war nie so, dass meine Eltern mich gezwungen haben oder dass es so, du musst jetzt üben oder du musst jetzt, sondern es war sehr frei. Aber diese Liebe, die habe ich schon sehr früh entdeckt. Ich habe diese Sonaten gehört, im Radio eigentlich, von einem Cembalo-Spieler gespielt. Und es hat sich von Anfang an angehört wie Gitarrenmusik für mich. Und dann habe ich ein bisschen gesucht nach den Noten und die waren relativ schwer zu bekommen, weil das in den letzten 20, 30, 40 Jahren sind Autographe aufgetaucht von dem Komponisten in drei verschiedenen Klöstern in Spanien. Es sind Santa Clara, Osuna Encarnación und noch einem dritten, wo ich jetzt nicht mehr genau mich erinnere. Das, was die Sonaten, die ich aufgenommen habe, ist kommen aus einem Kloster in der Nähe von Sevilla. Osuna heißt es. Und genau, wurden vor kurzem eigentlich erst entdeckt und funktionieren wirklich wie eigentlich ein Originalstück für Gitarre. Also man muss kaum was verändern. Ein paar Sachen musste man mit den Fingersätzen schauen, wie es möglich ist. Und dann auch ein bisschen leicht umstellen und so, aber trotzdem, es war sehr, sehr idiomatisch für Gitarre. Also ich denke, dass man als klassischer Gitarrist immer auch ein bisschen den Auftrag hat, zu entdecken, Werke zu generieren, mit Komponisten zu arbeiten. Wir sind einfach aus dem Grund, dass wir noch ein sehr junges Instrument sind auch. Wenn wir anschauen, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir schon einen wahnsinnigen Sprung gemacht im Vergleich zu vor 50 Jahren. Aber wir haben noch nicht dieses etablierte Repertoire, wie es jetzt Klavier hat, wie es Geige hat. Und ich denke, da ist es einfach jetzt für unsere Generation, wir als junge Gitarristen, ist einfach ganz wichtig, dass wir da weiter Beiträge dazu leisten. Dass wir jetzt nicht sitzen bleiben und sagen, ja, das bleibt jetzt so, wie es ist für die nächsten 100 Jahre, sondern dass wir jetzt diesen Schwung, der da entstanden ist, sozusagen im letzten Jahrhundert, dass wir den halt mitnehmen. Ich habe mir wirklich, wirklich überlegt, was ich machen möchte dann. Und es geht eigentlich gar nicht so sehr um Weiterstudieren. Also ich habe das eigentlich schon abgeschlossen, so ein bisschen, meine Studienzeit. Dadurch, dass ich jetzt einen Job habe, dass ich eben in Trossingen angefangen habe zu arbeiten, dass ich einfach auch weitergegangen bin. Aber es gibt, und das ist mir auch wichtig, das hat auch was damit zu tun, was ich gesagt habe vorher mit diesen Entdeckungen für Gitarre. Der entscheidende Moment, wieso ich dieses PhD anfangen wollte, war, als ich die Berliner Philharmoniker in L.A. gesehen habe. Und sie haben gespielt und haben Mahler 7. Sinfonie gespielt und haben halt jemanden die Gitarrenstimme spielen lassen, der nicht mal ein Gitarrist ist. So. Und man hat von Weitem gesehen, dass der also wahrscheinlich ein guter Orchestermusiker ist, aber es ist eigentlich nicht das richtige Instrument gewesen für ihn. Er hat vielleicht ein bisschen begleitet mal Gitarre in seinem Leben. Und ich habe mich halt dann gefragt, wie kann das sein, dass ein Instrument wie die Gitarre, dass das nicht wertvoll genug ist, dass man dafür eigentlich auch einen Gitarristen hernimmt. Auch unter anderen Musikerkollegen einfach auch ein generelles Verständnis geschaffen wird für unser Instrument. Und das ist eigentlich das, was ich mit der Doktorarbeit anvisiere. Also es geht einfach vor allem darum, über die Entwicklung sozusagen der Gitarre in Deutschland, auch über dieses Repertoire in Deutschland, dass wir eigentlich auch eine Kultur haben in dem Instrument, ganz unabhängig von unserer Orchestertradition, sage ich jetzt mal. Und genau, also aus dem Bedürfnis heraus, dass ich das Gefühl hatte, dass da einfach, dass es nötig ist, da zu informieren und da Verständnis zu schaffen. Und sowas wie ihr zum Beispiel auch macht, hier in Berlin. Thank you.
Also zum einen, weil ich diese Sonaten gerne veröffentlicht sehen wollte. Also ich wollte gerne einmal eine Aufnahme machen von denen, dass das Leute einfach hören können, was das für Musik ist. Zum anderen, weil ich finde, dass das echt eine super Initiative ist, die ihr da ergriffen habt. In Bezug auch auf die Gitarrenszene in Deutschland, in Bezug auch ja, auf wie viel Neues da kommt. Und es gibt einfach dem Ganzen so einen gewissen Kanal, der vorher nicht da war. Also verstehe mich nicht falsch, ich gehe auch gern auf Gitarrenfestivals und ich höre mir auch gerne Gitarrenkonzerte an, aber es hat schon oft ein bisschen was von so und schon wieder das und schon wieder das. Und es ist, denke ich, einfach nötig und da sind wir schon wieder bei diesem Thema, wir Gitarristen als Entdecker auch von neuer Musik, von, als Botschafter für unser Instrument, dass dem einfach auch einen Raum gegeben wird. Genauso wie bei der Rebecca war es eben bei mir so, also wir haben beide bei Les Productions d'Os die Sonaten veröffentlicht und die sind ja stilistisch auch relativ nahe, deswegen war es dann auch naheliegend, die Rebecca zu kontaktieren und ja, es war so, Glückwunsch, und sie hat auch gesagt, ja, Glückwunsch und dann habe ich gesagt, ja, jetzt richtig, richtig gut, dass wir das beide gemacht haben, uns ein bisschen auf die Schulter geklopft und ja, und dann...